Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir ein bisschen an unserem unserer großen Fabrik arbeiten, dass ihr da mal ein bisschen so seht, was ich da vorhab. Das zweite ist, ich zeige euch ein bisschen das, was wir schon im Chemiewerk umgebaut haben. Fehlt aber noch einiges. Weil jetzt merken wir halt immer mehr, es muss jetzt immer mehr zusammenarbeiten. Chemie muss nach oben, dass wir zum Beispiel an TNT und so weiter rankommen. Das kann ich mal ausmachen. Wir müssen an Fabrikelemente ran, weil das mittlerweile aufregt, dass wir diese Sachen nicht ja, immer wieder im Kleinen-Kleinen herstellen müssen. Und ja, was uns leider ein bisschen geschockt hat, war, wir wollten diese Teile ja hier automatisieren, indem dass wir sozusagen eine Item Pipe verwenden, die wir komplett nach unten verlegen und die wir dann mit diesen schönen Kisten hier kombinieren. Ja, jetzt haben wir nur festgestellt, diese Kisten sind laut Config ausgeschalten. Ich weiß es natürlich nicht, ob das vielleicht auch Sinn und Zweck macht, dass die ausgeschaltet sind, damit es nicht leckt. Ja, wir sind immer noch beim Überlegen, ob wir es wieder anschalten. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Weil, wie gesagt, es ist halt, ich finde es halt schade, in einem Pack, wo es um Automation mitgeht, dass du auf einmal unten entlang irgendwo rumlatschen musst, um ja, die World Anchor sozusagen zu laden. Klar, wie gesagt, wenn es uns nervt, dass wir irgendwann diese Coins da reinschmeißen müssen, ist klar, dass wir irgendwann die Sachen auf dem GT bauen, aber ich weiß nicht. Also bei uns ist Tendenz eher beim nächsten Server-Neustart, dass wir sie erstmal anschalten. Ja, und auf eure Reaktion halt mitwarten. Aber wie gesagt, wir müssen da gucken. Klar, wenn wir es jetzt anschalten und merken, ey, das fängt totales Lecken an, dann schalten wir das Zeug natürlich schneller wieder aus, als wir es angeschalten haben. Aber wie gesagt, ich find's halt schade. Ich find's wirklich schade. So, ja, wo bin ich hier? Was tue ich hier? Ja, ich bin jetzt hier bei unserem Labor und jetzt seht ihr schon mal hier diese Fläche. Ja, ich habe schon gelesen, einige haben schon gesagt, wir sind die Flachland-Indianer. Ja. Das Problem ist halt, man kann halt nicht planieren. Weil, wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hätte, dass man sagt, okay, man planiert jetzt so eine Fläche nach oben und dann steht einfach nur das Gebäude ein bisschen schief. Geht schon cool ausschauen. Aber das alles noch umzurechnen und wie gesagt, da müsste die Engine, glaube ich, von Minecraft was hergeben, dann bleibe ich lieber Flachland-Indianer. So, okay, also, das wird auf jeden Fall unsere große Firma. Haben wir uns die ganze Zeit überlegt, wollen wir das jetzt in kleinen Sachen aufbauen oder wollen wir uns da mal dran wagen, was Größeres zu machen? Und dann habe ich gesagt, das wird groß. Also das Gegensatz zu allem anderen, was hier steht, ist das klein. Also unser Bereich, wo das Fabrikgelände drin steht, heißt F-Tech. Man kann es jetzt als Factory nehmen, man kann es als Future nehmen und Tech steht für Technology. Oder Technologie. Man kann das aussprechen, wie man möchte. Genau. Das heißt, da drin werden sein Laborkomplexe, da drin wird sein komplette Straßen für den Bau von irgendwas. Da drin wird Hunde, Katze, Maus hergestellt
Und da wird auch das AI-System am meisten arbeiten müssen. Darum bin ich mittlerweile auch beim Überlegen, ob ich nicht sozusagen die Automation von Planet Logistics dann auch irgendwo hier mit reinbaue. Nein, nicht, dass ich es da hinten irgendwo hinmache, sondern dass ich es da mit hinbaue, also sozusagen da hinten steht irgendwo ein Serverzentrum oder vielleicht ist das Serverzentrum auch da mit drin. Das müssen wir sehen, weil wie gesagt, der Würfel ist ja auch noch groß genug und der muss ja nach unten. Und ich habe das sozusagen vor, dass dann das Hauptgebäude ein richtig hohes Ding wird, wo man dann halt auch zum Beispiel dann die ganze Sachen managen kann. Also das heißt, irgendwann wird Open Computers da mit drin sein oder Project Red, dass man dann Schälterchen umlegen kann. Na, es muss halt dann der Zukunft angepasst werden. Zuerst hat man ja auch Hebelchen und Schälterchen gehabt. Die Hebelchen und Schalterchen, das waren mehr Hebel und Schalter, weil sie mehr groß waren als klein, aber naja, dann wird es immer kleiner, süßer und dann werden es irgendwann Knöpfchen und dann wird es irgendwann Computer. Wird es bei uns auch geben. So, ja. Das Schöne ist, ich will auf jeden Fall, ja, ich habe mir die ganze Zeit ja überlegt, wie machen wir es denn? Ich habe hier auch mir mal für mich rausgesucht. Abyssal und ich glaube, die habe ich auch gesagt, die schauen mir am besten aus. Ja. Also das wird dann unser Zweitblock werden. Und was auch wichtig wird, ist eine Lampenproduktion. Die Lampenproduktion muss ziemlich schnell passieren. Warum? Weil in diesem Gebäude Lampen eingebaut werden. Also ja, also wir lassen uns ja inspirieren, ne? Ist ja nicht so. Und ich habe ja gesehen, wenn man GT startet, da gibt es so diese schönen Gebäude, wo man so viele Lampen sieht und so weiter. So ähnlich wird es hier auch. Und das Gebäude wird auf jeden Fall immer oder häufig eine Dreierwand haben. Also zum Beispiel eine Verzierseite von hier, eine. Da kommt irgendwas rein, wie zum Beispiel Lampen. Hat man nicht gesehen. Und dann kommt noch die dritte. Das ist dann das für innen. Dass man das alles schön brav halt verändern kann. So, dann hätte ich gesagt, Abyssal, was habe ich noch? Ach genau, Smooth Black habe ich noch gehabt. Nee, aber Smooth Black, ich weiß nicht. Da schaut Abyssal besser aus. Und das Schöne ist, ich kann aus dem. Ah, ich habe noch Marble einstecken. Sehr schön. Kann auch noch ein Element werden. Ja, aber ich kann halt aus beiden beides machen. Ja, da sieht man es, Abyssal Stone. Abyssal Block. Und ich glaube, das war auch jetzt der, ne? Abyssal Block, Abyssal Stone. Wir schauen uns das mal schnell an. Ah, okay, das sind dann die. Nee, der leider nicht. Dann wird's der. Ja, der hat ein bisschen Muster. Der hat ein bisschen Abstufung. Also ich finde, der schaut ganz gut aus. Na, jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, das ist dann hier zum Beispiel dann einfach mal Glas. Ja, und hier auch. Und dann kommt hier eine Lampenreihe rein und dann kommt entweder nochmal Black. Ja, dass das zum Beispiel dann so ausschaut. Ja, und dann hat man hier eine Lampe. Was man sich jetzt einfach vorstellen, hier sind dann Lampen. Ja, und wenn es dann innen drin ist, kann es dann passieren, dass das dann heißt, ja, hier sind dann Steine noch dran. Ja, also Laborblöcke oder whatever. Es kann sogar sein, dass es sogar vier wird, weil haben wir natürlich auch gesehen von den anderen Jungs.
die haben hier Verzierelemente mit drin. Das wird sich zeigen. So, das wird auf jeden Fall, also das wird ein riesen Monster. Weil, wie gesagt, ich möchte hier alles wirklich drin haben. Auch Gentechnik und so weiter und so fort. Und ich bin ja auch noch hinten dran, bei uns noch Mods mit einzubauen. Ich hoffe, dass das auch demnächst fertig wird. Das heißt, da werden dann wird das hier auch noch zum Beispiel der Laborkomplex Genetik wird dann auch noch eine sehr große Rolle spielen. Weil zum Beispiel, wenn wir Agricraft reinmachen, kann sein, dass ich schon erzählt habe. Wenn ja, wird es einfach eine Auffrischung. Denn es wird ja keine, ich möchte bei Agricraft es so machen, dass keine normalen Seeds funktionieren. Also es das heißt, es funktioniert nur eine Art, ja, Hybrid, also Genetik. Ja, also das heißt, wer kein Genfood will, der darf Agricraft dann hier nicht verwenden. Unseren Männchen ist es scheißegal. Wir leuchten nämlich auch schon jetzt schon so in der Nacht. Also auf jeden Fall können wir in der Nacht gucken. Ja, und dann ist es halt, wie gesagt, der Fortschritt. Bin noch beim Überlegen. HV, EV. Das ist noch jetzt meine Devise. Dann haben wir ja noch einen zweiten. Das ist der Mod mit den Kisten, die wo man vorne aufmachen kann. Da habe ich jetzt auch schon eine gute Idee, dass man die sozusagen dann ab MV, HV sozusagen mit integriert. Das heißt, es wird Rezepte geben, à la wie es momentan halt auch hier ist mit den Drawern. Das heißt, man kann die dann nur definitiv in den Assemblern machen und dann irgendwann, wenn man halt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt die Farbe austauschen, dann kann man sich halt diesen einen Block bauen, der wird dann halt teurer und da kann man es dann umfärben. Sonst hat man halt nur die erste Version. Und da man ja keine sozusagen ich auf jeden Fall nicht momentan in der Lage bin und vor allem wäre ja auch blödsinnig, das mit in die Schüssel einzuarbeiten, auch wenn wir es sozusagen verändern würden, weil macht ja keinen Sinn, dass wir das ändern und dann tut Stream das bei sich abändern und dann dürfen wir das ganze Ding nochmal machen. Wenn man jetzt halt sagen könnte, okay, das ist halt, du kannst das so einstellen und dann ist das in der Schüssel mit drin. Weiß ich nicht, ob das geht, ob man das einfach hinzufügen kann bei Mod-Tweaker. Dann muss ich es halt so machen. Cool wäre es natürlich, wenn man es halt auch in die Schüssel integrieren könnte, dass man sagt, okay. Ich arbeite halt dann damit, dass man wenigstens da das Holz austauscht oder so, aber man wird sehen. So, diese Geräusche, was ich da gerade gehört habe, die gingen mir gerade so tierisch auf den Geist. Die müssen weg. Ich habe gesehen, dass freundlicherweise Mufflers hergestellt wurden. Ja, und das ist halt, wie gesagt, und das wird jetzt halt dann unser Thema hinten bei unserem F-Tech-Gelände. Wie gesagt, das wird bestimmt größere Ausmaße haben als das Lager von der Dimension. Ja, es wird halt dann Abteilungen geben, ja, dass man sagt, okay, da hat man Produktionsbereich und dann hat man da Forschungsbereich und dann hat man, hast du nicht gesehen und schieß mich tot. Genau. So. Ich vermute mal, dass du derjenige bist, der wo so viel Krach macht. Heißt, du müsstest jetzt gleich verstummen. Ist das schön. So, also was haben wir hier? Also momentan haben wir hier noch unseren Hydrogen- und Oxygenproduktion. Das Schöne ist aber auch gerade Oxy steigt. Warum? Ganz einfach.
weil Nitrogen die ganze Zeit arbeitet, werde ich euch aber alles gleich zeigen. So, dann haben wir hier unsere Nitrogenproduktion. Das ist der kleine Maßstab. Es kann sein, dass es irgendwann noch einen zweiten gibt. Das wird dann aber in einen anderen Bereich kommen. Also das wird nicht hier sein und ich werde es auch nicht mehr abreißen. Weil ich habe gesagt, lieber mache ich es aus, dass ich sage, okay, ich kappe deinen Strom oder ich schalte die Maschinen aus. Ne, anstatt zu sagen, okay, wir machen jetzt alles platt und bauen es neu auf. Weil wenn das eine nicht mehr funktioniert, haben wir noch ein zweites System. So, okay, also man hat hier Hydrogen und Oxygen. Da könnte ich eigentlich, Moment, habe ich noch ein Schild? Ja, habe ich. Oxygen. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ja, also Hydrogen, Oxygen, Nitrogen. Dann haben wir hier Helium. Dann haben wir hier Methan. Das haben wir jetzt auch schon umgebaut. Oder ich habe es jetzt umgebaut. Ah, sehr schön, meine Zelle ist leer. Das heißt, ich kann jetzt endlich wieder meinen Anschluss anbringen. Ich habe nur den Pinsel nicht dabei. Der ist unten. Das können wir irgendwann machen. Also das wird jetzt lustig bunt hier. Ja, was habe ich hier gemacht? Den Aufbau kanntet ihr schon. Jetzt habe ich sozusagen einfach nur den Tank um einen nach oben verfrachtet. Habe hier eine Fluid Pipe rein, eine Pressured Fluid Pipe. Hätte ich auch die andere reinmachen können, die billig, noch billigere. Ist egal. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil wir ja auch noch Carbondust brauchen, um sozusagen so Methan herzustellen. Dann haben wir hier, wie gesagt, einfach, ne, da kommt das Carbon rein, Hydrogen kommt von oben rein und gibt dann das Methan sozusagen auf der Seite aus. Mehr ist es nicht vom Hexenwerk. So, dann haben wir Chlorin. Ich habe es zwar mit euch schon mal hergestellt, aber jetzt habe ich hier mal einen Vollaufbau gemacht. Ist halt momentan einfach nur, man hat hier Steinsalz. Steinsalz dann mit, ich glaube einfach nur mit Strom, wird zu Chlorin. Nicht wundern, dass hier leer ist, ist alles schon unten. Dann, ja, genau. Dann haben wir jetzt dann als nächstes, wird es dann Fluorin kommen. Es ist jetzt halt gerade nur für mich ein bisschen überlegenswert. Ne? Es gibt halt Lepidolit. Das haue ich in einen Electrolyzer rein und bekomme halt Fluorin raus. Ist aber halt ein Rezept. So. Genau, ja, also habe ich hier mein Fluorin. Das beste Rezept ist, glaube ich, Bastnasit. Das ist, glaube ich, Mondgestein. Genau, das ist ein Erz, das auf dem Mond vorkommt. Ich weiß nicht, wie oft. Auf jeden Fall haben wir schon gesagt, Mond wird immer wichtiger. Dann sind wir auch nämlich beim Hinarbeiten davon. So, ne, auch hier, ne, das ist ja auch die Quest dazu. Das heißt Teflon, das heißt Hydrogen Cell und Fluorinzellen, 48 Stück, ergibt Hydrofluoric Acid Cell. Das kennen wir schon, weil wir es schon herstellen mussten. Denn ich habe mir das ja auch alles schön belauf aufgeschrieben. Hydrofluorid und Chloroform ergeben nämlich Tetrafluorethylen. Das ist die Folge mit dem ewig langen Namen. Und das ist eine Plastikart. Und dann gibt es noch einen zweiten Weg darum, Methan und Chlorin gegenüber. Hat sogar ein bisschen Sinn.
Denn daraus kriegt man halt dann Chlormethan und aus Chlormethan plus noch irgendwas, glaube ich, gibt es dann, oh Gott, jetzt wird es lustig. Genau, vor allem wenn man den Zettel wegschmeißt. Dimeltin, irgendwas, hau mich drauf und schieß mich tot. Ich versuch's. Das ist Dimethyldichlorosilan. Ich bin kein Chemiker. Ich habe keine vielen Buchstaben aneinandergereiht und ja, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Alle Chemiker und die, wo sich damit auskennen, die werden jetzt gerade die Hände vom Kopf hauen. Um Gottes Willen hat ihr das Wort verschandelt. Ja, bleibt nichts anderes übrig. Ich kann nur sonst DIME, ich kann es dann buchstabieren, Buchstabierwettbewerb gewinnen. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall das eine. Ja, und da kommt es halt dann auch raus. Das heißt Chlormethan. Chlormethan ist für mich eigentlich auch, ja. Ja, ist auch ein Gas. Also wird es hier auch mit entstehen, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ja, dass man halt das dann alles hier aufbaut. Dass wir halt auch das Plastik und so weiter herkriegen. So, dann sind wir auch hier drüben. Hier drüben haben wir jetzt auch angefangen. Das heißt, wir haben den ganzen Aufbau geholt von drüben, haben es dann auch für uns eingefärbt, dass wir wissen, okay, das ist sozusagen der Bereich von Sulfuric Acid. Geht halt ins Orange, darum Orange. Ich habe halt leider nur 16 Farben, weil Open Blocks und GT, die 1000 anderen Farben gehen halt leider nicht. Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht hingekriegt. So, was haben wir? Wir haben da unten einen Supertank. Der Supertank bringt uns dann sozusagen Hydrogensulfid nach oben. Von hinten kommt das Wasser, wird dann sozusagen in die Zelle verarbeitet und arbeitet dran, arbeitet es weiter zu Diluted Sulfuric Acid. Dafür haben wir einen Zwischentank drin, sogar einen Supertank. Weil wir ja wollen, dass, wenn jetzt irgendwo was anderes auch das Zeug anfällt, dass man es auch da reinschütten kann oder vielleicht sogar reinleiten. Darum auch ein bisschen Platz hinten. So, das geht dann in die nächste, in die Distillery. Das halt verarbeitet es weiter zu Sulfuric Acid. So, und Sulfuric Acid, und das sieht man das hier am besten, haben wir jetzt hier eine Small Steel Fluid Pipe und ich glaube auch eine Medium Pumpe angeschlossen. Warum? Genau. Das heißt, wir ziehen jetzt 1600 Liter raus. 800 gehen nach unten und 800 gehen nach rechts. So, und das geht dann sozusagen hier rein. Ich kann das mal verbinden. Ich glaube, das hat sich. Sag bloß, man kann das nicht verbinden, weil es jetzt eine andere Farbe hat. Ja, das. Das wäre jetzt erst arschig. Na, das ist ganz toll. Also, da muss ich halt hier. Dankeschön. Halt ein anderes Kabel machen. Das ist nicht gut. Also das habe ich, ja, Vielleicht wird es noch verkleidet. Ich schau mal. So, ja, dann haben wir hier unseren Bereich rein raus. Also das heißt, wir hauen Salz rein, kommt mit Sulfuric Acid zusammen und dann kommt ja Sodiumbisulfat das raus. Das wird dann sozusagen nach oben aufgeräumt. Haben wir hier einen schönen Weg. Dann haben wir hier sozusagen Hydrochlorik. Das wird halt dann in den nächsten Tank verarbeitet. Dann haben wir hier unsere drei Zellen, das heißt drei Zellen und ein Iron Dust kommt rein. Das ist, glaube ich, aber noch nicht alles sauber angeschlossen, weil es momentan nicht läuft. Muss ich gucken, warum.
Haben wir das momentan? Ah, wir haben es ausgeschaltet. Alles klar. Einfach. Ja, es ist noch nichts Strommäßiges angeschlossen. Darum auch, ja. Alles noch so leicht provisorisch. So, genau. Und dann haben wir hier Eisen-3-Chlorid. Das ist ja das Zeug, was wir brauchen für die Chipsätze und so weiter und so fort. Ne, dann reden wir wieder über die Firma. So, und jetzt haben wir hier dann, glaube ich, noch andere Sachen. Bin mir aber nicht sicher, ob wir das einfach jetzt so aufgestellt haben oder ob das noch das Übrigbleibsel ist vom letzten Mal. Also das wird hier, wie gesagt, hier Säuren, da drüben Gase. Dann habe ich hier noch eine Zwischenwand rein. Ich wollte eigentlich links, rechts reinlaufen, habe aber festgestellt, das ist sehr viel, was hier rein muss. Es kann auch sein, dass der Raum noch weiter nach außen gezogen wird. So, dann haben wir jetzt sozusagen hier dann unsere Plastikherstellung. Beziehungsweise nein, Ethylen und Ethanolproduktion haben wir hier. Dasselbe auch genau wie drüben. Es gibt Sachen, die sind in einem kleinen Tank. Und es gibt Sachen, die sind in einem großen. Nein, bis jetzt nur in kleine. Aber zum Beispiel Biomasse kann sein, dass der Tank noch ausgetauscht wird, dass das noch ein Supertank wird. Ganz einfach, dass wir, wenn drüben, will ich es ja auch machen, dass wir irgendwann einen Supertank haben, dass die Biomasse dann sozusagen von A nach B transportiert werden kann über Zellen. Ich will nicht alles mit Pipes machen, weil, ja, dann muss ich es noch sehr tief buddeln. So, dann haben wir hier schon unsere nächsten zwei Blöcke stehen. Das heißt, hier wird dann sozusagen Polyethylen hergestellt und sozusagen in Ingots verarbeitet, weil wir gesagt haben, mit Flüssigkeiten alleine kann man halt besser aufheben. Ich merke gerade, ich mache gerade mittlerweile mehr. Was haben wir getan, als ich mache was? Aber muss halt auch mal sein, vor allem wie gesagt. Ich kann ja nicht mal mehr richtig vernünftig rendern. Ich bin froh, wenn die Folgen aufgenommen werden. Was sich aber für euch sozusagen schon vor viel, viel, viel früher ändern als für mich. Und da werde ich mich auch drauf freuen, wenn mein Monster 3 dann sozusagen on air geht. Und ich muss halt bis dahin auch schauen, dass ich so viel dann render, wie es nur geht. Weil ich, wenn mein PC da ist, eigentlich auch dann gleich eine Woche später in Urlaub fahre. Und bis dahin muss ich natürlich dann alles soweit haben, ne, dass das oben ist. So, okay. Genau, also das haben wir schon gesagt. Das wird sich auf jeden Fall ändern. So, dann habe ich festgestellt, wir brauchen noch massenweise oder auf jeden Fall über 100. Aber genau, die nehme ich jetzt erstmal raus, weil das ist das, worauf wir hinarbeiten wollen. So, das heißt, wir haben jetzt von der Rakete her Space Race müssten jetzt wir genau die nächsten Sachen abgeschlossen haben. So, das legen wir wieder rein. Dann nehmen wir die ganzen Bolts raus. Haben wir auch abgeschlossen. Oh, dann muss jetzt das raus. Ich schaue es lieber nach, nicht, dass ich Blödsinn mache. Ja, passt. Und ich schmeiße jetzt mal einen rein und schaue mal, wie viele Millibuckets das da rausgekommen sind. 18. So, das heißt jetzt, ich werde einen Stack da lassen. Und das war, glaube ich, wirklich der Assembler. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn mache. Genau.
Und in Circuit Nummer 1. Circuit, Circuit, Circuit. Da bist du. So, dann kommst du nämlich jetzt alles da rein. Und jetzt haue ich das einfach mal durch. Wie gesagt, hätten wir auch mit Ingots machen können. Aber Dream wollte es halt so. Ich sehe es halt leider nur so, dass ich das halt so machen muss. Jawohl, und wir haben Heavy Dude, Alloy, Ingot, Tier 1. Das brauchen wir jetzt 37 Mal. Und den lassen wir jetzt laufen und wir lassen ja HV laufen, ne? Also, das ist immer noch so langsam. Ja, da merkt man halt, ne, wenn das hier langsam läuft, egal ob das jetzt 15 Sekunden, 35 oder 80 Sekunden wären, dann kommt es einem langsam vor. Ich stelle mir einfach gerade mal vor, das geht halt jetzt dreimal rüber rauschen und brauchst halt dreimal, dann geht einem das viel schneller vorkommen. Ist mir so beim Sifter aufgefallen. So, warum sind hier eigentlich in dem Tank Zäune drin? Weird. Gut, dann hätte ich gesagt, nehmen wir gleich den nächsten Stack. Und batzen den auch durch. Gut, dann lassen wir den mal schon mal laufen und wir hauen uns mal ein paar Döschen rein. Döschen mit Süßchen. Genau. Und dann, ja, die Bank, genau, da habe ich ja, haben wir ja den Spawner rein. Der funktioniert nicht so ganz, wie wir wollen. Das heißt, für mich könnte das passieren, dass jetzt hier dann sozusagen ein Tresorraum wird und dass das ganze Zeug, was jetzt hier ist, nach unten kommt. Weil das Ding muss weitaus größer werden. Zu mir wurde gesagt, die Innenfläche muss mindestens 7x7 beinhalten und das ist mir hier oben zu glotzig. Das heißt, ich werde auf jeden Fall irgendwo vielleicht hier so einen kleinen Tresorraum brauchen, dass wir sagen, okay, die ganzen Münzen und so weiter, die werden da drüben produziert und werden in so eine Art Tresorraum eingeräumt und gehen dann irgendwann sozusagen hier rüber, werden dann mit dem Enderzeug verknüpft und das, was halt dann drunter ist und geht dann halt in den Bereich nach unten. Dann kann ich euch das unten auch zeigen. Ich habe schon festgestellt, wir haben viel zu viele Waypoints für Umbuddeln und hab's dir nicht gesehen. Da müssen wir auch mal was anders finden, weil das ist sowas der Irre. Ich habe jetzt schon mal hier alleine, glaube ich, 4 und da oben habe ich jetzt einen und die Baumstelle ist auch eine, weil wir den Baum ja noch bauen müssen. Ja. So, dann kann ich euch zeigen. So, das war ja sozusagen unser Bereich, wo unser World Anchor früher gestanden ist und ich wollte ja hingehen und sagen, okay, wir bauen jetzt das halt alles soweit aus. Hab hier meinen normalen Fußweg und gehe dann halt immer in die kleinen Räumchen rein und hau dann die, hab dann da meine Anker drin. So, das habe ich mich aber, hey, hier wird nicht geschimpft, habe ich mir aber gedacht, das gefällt mir so nicht. Genau, momentan, ich kann mal aufschlagen, momentan ist der Raum also kleiner geworden. Und zwar, darum habe ich wieder F9 an. Wenn man jetzt das sieht, ne, das ist, fängt hier an und hört hier auf. Das wird sich natürlich immer wieder ändern, weil, wie gesagt, ne, jetzt ist natürlich der nächste ist dann in der Mitte. Ist natürlich jetzt total, ja, doof. Ich bin beim Überlegen, ob ich sogar... Okay, der ist nicht da, der ist unter mir. Naja, Schimpfner. Boah, ist der laut. So, machen wir dazu.
Ich bin beim Überlegen, ob ich dieses Zeug hier, die Pfosten vielleicht so aufbaue, dass die immer gleich sind. Ja, dass vielleicht dann das nicht mehr zwei wird, sondern drei. Ja, dass ich immer habe vier, fünf, vier. Dann ist es nämlich immer gleich. Weil so, ne, wenn man jetzt sieht, ne, die nächsten drei, da bin ich jetzt dann, habe ich jetzt schon einen hier. Wenn ich jetzt dann schaue, die nächsten drei, dann bin ich schon zwei weiter. Und irgendwann habe ich das Problem, dass ich zu weit bin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, schimpf nicht. Dann schimpfe ich mit dir. So, genau. Und dann haben wir hier jetzt dann sozusagen den Bereich, den ich dann sauber machen möchte. Also bin ich jetzt. Ah, nee, ich bin nicht zu blöd zum Hüpfen, sondern einfach nur zu niedrig. Ja, dass wir dann sagen, okay, wir haben dann hier unsere komplette Strecke, wo wir dann die ganzen Pipes hier reinlaufen lassen und die halt von der Bank ausgehen. Und dann habe ich hier mal zum Beispiel mein Anchor und dann kommt noch von Project Red ja auch noch darum auch noch der zweite Weg, das Kabel da entlang, dass wir sie auch von oben deaktivieren können. Und das Kabel kann man ja, soweit ich weiß, mit Open Computer, mit Open, doch mit Open Computers dann auch steuern. Genau. Und darum, das hier ist sozusagen der wichtigste Chunk, wo das drin ist. Ja, ihr seht, wir sind jetzt hier. Früher war der Anker hier. Ja, und jetzt muss man sich halt immer, jetzt muss man halt jetzt ausrechnen. Das ist frei, frei, Enker. Frei, frei, Enker. So, und jetzt geht man das selbe, jetzt spielt nach vorne. Frei, frei, Enker, frei, frei, Enker, frei, frei, Enker. Und dann heißt es, ich bin bis hier. Das heißt, unten die Bäume sind komplett ein Abschnitt. Dann habe ich wieder hier. Frei, frei, Enker. Das heißt, hier ist die Mauer und der gesamte Bereich von unseren schönen Greenhouses. Schade, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Gewächshaus. Gott. Peinlich. Ja, hat man halt dann sozusagen auch im Junk-Bereich. Ne? Dann geht man jetzt halt wieder davon aus, ne? Wieder frei, frei, Anchor. Dann hat man jetzt sozusagen die Mauer auch mit, dann frei, frei, Anchor. Und jetzt ist auch der gesamte Bereich drüben, wo die ganzen Obstplantagen und so weiter unten sind, bis zur Mauer mit integriert, bis hier. Und das heißt, der nächste kommt dann dahin und dann sind oben auch die großen Farmen dann irgendwann mit dabei. Das ist halt unser großer Plan jetzt dahinter. Und wie gesagt, und dann wird es auch diese Gänge, die wird es jetzt halt dann auch so geben und die werden halt straight entlang gebaut. Und die werden dann mit den großen Gängen und irgendwann verknüpft, wo man halt entlang laufen kann. Das heißt, es wird hier einen Gang geben und hier noch einen kleinen Gang geben, wo man halt auch entlang laufen kann. Und dann gibt es halt die ganz normalen Untergrundsachen, wo man halt hier entlang laufen kann. Aber das zeige ich euch dann, wenn ich es soweit bin, weil das ist. Oh, ich sehe da Kollegen. Die verstecken sich jetzt. Sehr schön. So eine Sau. Ja, also wie gesagt, und dadurch, dass ich jetzt meinen Hammer habe, kann ich halt diese Gänge auch wunderbar machen und wie gesagt, und ich kann die auch jetzt wieder mit Stein füllen und nicht mit Kabel oder sonst was. Also das wird halt alles jetzt dann schön brav und sauberer werden. Genau. Jo, dann war das heute mal eine Folge. Ich zeige euch, was wir getan haben.
Und ja, dass mir vor allem dann auch beim nächsten Mal halt, nein, 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 ich schau noch nach, ich schau noch nach. Das ist wichtig, denn wie gesagt, wir möchten jetzt dann demnächst anfangen mit dem Lager zum Automatisieren. Da sind wir auch schon beim Vorbereiten. So, und das ist mir jetzt erstmal egal. Ich schmeiße das jetzt hier rein. Kann wieder das Sebo mit mir schimpfen. Das ist mir aber egal, weil das Zeug muss irgendwann sowieso vollautomatisch aufgeräumt werden und gleich ab dahin, wo es hingehört. Vor allem, wenn AI dann da ist. Wir waren da. Uns fehlen noch fünf. Bin mal gespannt, wie viel Stainless Steel mir übrig bleibt. Kann man bestimmt gebrauchen. Ich glaube, ich brauche auch Stainless Steel. Schrauben. Ja, und aus den Lepidolit, habt ihr ja gesehen, ne, da kann, macht man das andere Zeug draus. Das kommt auch noch dazu. So, dann lauf mal. Vielleicht reicht sogar schon. Ja, fast. Haben wir wenigstens ein bisschen Technik mitgemacht. Das ist ja das, was ihr immer gesagt habt. Du kannst quatschen und oder bauen, aber bau wenigstens, mach noch wenigstens ein bisschen was Technisches. Das haben wir jetzt somit dann auch gemeistert. Entweder ich habe zu viel gemacht, weil ich nicht lesen konnte. So, und wir haben jetzt 37 Heavy Duty. Hast du nicht gesehen und schieß mich tot. Und jetzt heißt, wir gehen nochmal in die Erzverarbeitung. Wenn ich mir vorstelle, die läuft ja eigentlich auch nicht voll. Aber können wir auch nicht, weil, wie gesagt, Stromprobleme. Beziehungsweise, nein. Tankladeprobleme, weil wir hier nicht die ganze Zeit nur rumarbeiten, sondern das halt automatisieren wollten und deswegen das nicht geht. Und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir ändern. So, dann heißt es jetzt für mich, ich gehe jetzt mal hier hin, schnapp mir hier mal ein Stack. Dann geht es jetzt hier rein und du gehst hier rein. So, wir haben die ersten vier. Das habt ihr gesehen, das war ein Stack von dem Zeug. Haben wir 8. Ja, und wir brauchen ja insgesamt 37. Und den nächsten Stack kann ich hier schon gar nicht mehr herkriegen. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall auch noch was tun. Ich habe schon gesagt, wir müssen jetzt leider die ganzen Creeper hier opfern. Ich vermute mal, irgendwann wird hier von denen keiner mehr auftauchen, weil die sich denken, kannst dir dein Gunpowder woanders herholen, aber nicht mit mir. Danke. Tschüss. Sind wir jetzt die Katzen? Rennen die von uns weg? Es reicht mir schon, dass die Zombies wegrennen. Ja, die haust du einmal, dann laufen sie in die andere Richtung. Ganz hervorragend. Schießer. Genau. Ja. Wenn ihr auf jeden Fall noch Anregungen, Fragen oder sonstiges habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Oder ihr könnt natürlich auch gerne bei uns im Discord vorbeikommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.